Ein herzliches Hallo zurück bei Crusader. Dieses Mal erstaunlicherweise zeitnah. Also nicht so eine große Pause zum letzten Mal. Wirklich weiter. Und ich habe mir endlich mal nachgelesen, wie man Waffen fallen lässt. Zum Steuerung D. Und jetzt dürfte ich theoretisch Waffen kaufen können, endlich. Muhar. Seien Sie mir gegrüßt? Ja, sei gegrüßt. Ha, und jetzt kann ich mir endlich dieses geile Teil kaufen. Jawohl. So, ich kann mir vielleicht auch noch den Raketenwerfer besorgen. Die Fissionsbatterie. Ich glaube, die Fusionsbatterie ist dann die letzte. Da habe ich nämlich auch nachgeguckt. Die Batterien sind das, was meine, hier unten, mein Schild hochdreht. Oder meine Energie. Und diese Plasma-Generatoren, was wir gesehen haben, das sind Schilde. Die kann ich aktivieren. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, es ist genau das, was ich will. Ich habe die beste Ware, Captain. Bestimmt. Sagen Sie zu Ihren Freunden, kommt zu Wiesel. Die Ware des Mannes ist super. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem dienen, Captain? Ich weiß nicht, ich würde von denen, glaube ich, alles kaufen. So ein sympathischer Händler. So, das Nervengaslager ist kaputt. Kaputt. Und ich weiß gar nicht mehr, was jetzt in der nächsten Mission passiert, ehrlich gesagt. Aber das finden wir schon raus. So. Einsatzbesprechung. Na? Einer unserer Informanten, ein Forscher, der an der Weiterentwicklung von Panzerungs- und Waffeneinheiten der WEC arbeitete, wurde entdeckt. Der Mann ist in einem Hochsicherheitsgefängnis und muss mit seiner Hinrichtung rechnen. Wir wissen, dass er erst dann hingerichtet wird, wenn er die Arbeit an seinem letzten Projekt abgeschlossen hat. Er hat uns jahrelang wertvolle Informationen zukommen lassen und deshalb sollen Sie seine sofortige Befreiung erwirken. Die Zentrale hat Sie persönlich für diese Aufgabe angefordert, weil Sie diesem Mann bereits früher begegnet sind. Sobald Sie Professor Wilmer und seine neueste Erfindung gefunden haben, werden Sie von Corporal Reeves zuverlässig mit Ihren Rückholkoordinaten kontaktiert. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Datenschirm. Sie dürfen gehen, Captain. Der Wilmer, den hat man wirklich schon zweimal gesehen. Wer es sich nicht erinnern kann, das ist dieser nette, paranoide Informant, der uns immer Keycards und sowas gegeben hat. Dr. Wilmer. Bei dem Namen wäre ich auch paranoid. Brrr. Wo wir gerade von Paranoid reden, heute Morgen hat es bei mir an der Haustüre geklingelt. Und normalerweise klingelt um die Uhrzeit hier keiner. Und dann mache ich die Tür auf und dann sind das, oh Schreck, die Sternensinger. Natürlich schnell wieder die Tür zugemacht, wie sich's gehört, ja. Aber zum Glück haben die dann meine Nachbarn belagert und mich komplett in Ruhe gelassen. Ein Glück! Na? Das ist für dich, namenloser Depp. So. Ein Schalter! Ich will den Knopf drücken. So, jetzt hast du mir was auf die Fresse. Schalter nochmal erwischen, aber ich will ehrlich gesagt zuerst diesen Geschützturm hier kaputt machen. Am besten mit dem da. Und kaputt. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Veteran. Den sprengen wir lieber gleich. Auch wenn ich ihn vielleicht noch steuern kann, aber. Ich habe irgendwas aufgesprengt, auf jeden Fall. So, Veteran ist kaputt. Halt, du da. Blablabla. Hier ist irgendwas deaktiviert worden.
Hier auch. Ah ja. Ich hab vor den Geschütztürmen erstmal mehr Angst als von so ein paar Bullets von so normalen Leuten. Sehr schön. Danke für die Information. Schon wieder ein Veteran. Heilige. Oh oh. Oh oh, der wird aktiv. Komm her, ich kill dich. Hoffentlich. Boah! Das hat reingehauen. Heilige Scheiße, ich hasse die Viecher. Ja, jetzt macht das Spiel echt ernst. Für Madpacks habe ich noch 5 Stück. Das ist ja fast über Undying, du. Befreiungsmission. Professor Wilmer. Ist ja gar nichts. Außer Madpack, was sehr gut ist. Ach, Energiezelle. Was soll's. So, sonst ist hier nichts. Eigentlich hat die Mission auch nette Musik. Okay, auch keine Geschütztürme. Okay. Übrigens, das Rendern von den Crusader-Teilen, um es dann LP oder auch uploadfähig zu machen, ist der absolute Graus. Ich habe jetzt mittlerweile... Was ich machen muss, ich muss zuerst das Video natürlich aufnehmen. Dann muss ich das Video, das läuft mit 70 Bildern pro Sekunde, das muss ich runterstellen auf 60 Bildern. Jetzt läuft das natürlich mit dem Ton. Alles Arschlöcher hier. Läuft das mit dem Ton nicht mehr synchron. Also muss ich dann Folgendes machen. Ich muss diese 60 Bilder pro Sekunde Video trennen vom Ton, konvertieren in ein anderes Format. Dann speichere ich nur den Ton neu und zusammen mit dem Kommentar, ich sehe schon den Laser, muss ich dann alles zusammenschneiden am Ende. Und der Ton, das Video und der Kommentar haben alle eine unterschiedliche Länge. Ja, also es gibt da einen Haufen Asynchronität, das ist aber zum Glück einigermaßen handelbar. Ich hoffe, das war jetzt überhaupt verständlich, was ich gesagt habe, aber ist mir egal. Hauptsache, ich habe was gesagt. So. Mit dieser Rundblöderei. Sag mal, wo ist denn da dieser Schalter zum Deaktivieren? Ist es das hier? Nee. Da glaube ich, weiß ich schon, wo es ist. So, das hier. Ich kann doch nicht jetzt schon hängen, das ist ja... Hä? Was soll der Dreck? Ist vielleicht doch das hier? Der macht nix. Sheet. Komm, wie peinlich ist das denn? Ich kann doch nicht jetzt schon hängen. Okay. Ach. Ich bring mich wieder mal selbst um. Hallo? Hier ist nichts. Irgendwo einen Schalter übersehen.
Ich glaube noch nicht, dass ich in diesen Aufzug reinkomme. Obwohl, freilich. Ich frage mich, was hinter dieser Tür ist. Aber ich komme da auf jeden Fall noch nicht rein. Ich bin verwirrt und ich hänge fest. Na, vielleicht 10 Minuten Spielzeit. Sein. Ich würde jetzt am liebsten die Mission nochmal neu starten. Vor allem, wie mache ich das Ding hier aus? Ich würde jetzt echt am liebsten die Mission neu starten, aber das ist auch doof. Ja, die sind jetzt bloß aus. Hm? Aha. Dafür Munition da einfach rum. Ah, Moment. Ja. Super. Ich speichere mal. Zack, zack. Yay. Aufzug. Oh mein Gott, wie viele Veterans reden. Oh mein Gott. Hier ist jetzt auch so ein kleiner Alarmknopf hier. Oder zum Glück auch nicht. Aber unter der Kamera ist einer. So. Jetzt frage ich, kriege ich diesen Veteran auch? Ja, ich werde ihn killen. Ich habe keine Lust, mich mit dem anzunehmen. So. Ich habe noch genug Magazine für den Teil. Grüß Gott. Der Kammerjäger. Entschuldigung. Nee. Ah. War auch so ein Alarmding. Ich hab's nicht gesehen. Veteran und Geschütztürme und oh mein. Ey. Okay. Ich habe 14 Stück. Gut. Muss ich den natürlich wieder von seinem Leiter lösen. Ach, und das Ding am besten auch gleich. So. Hi. Pff. Schon wieder ein Alarm, du Dings da oben. Oh, scheiße. Zwei Kameras. Schon wieder ein Veteran. Wer die letzte Mission gesehen hat, weiß, dass das ziemlich... schlecht ist, wenn die rauskommen. Ich mach erstmal die Kamera, glaube ich, tot. Also ich weiß nicht mehr, wie es im ersten Teil ist. Im zweiten Teil, wenn man diese Dinger hier kaputt macht, diese Zylinder, dann schalten sich im Regelfall irgendwelche Scheiße. Irgendwelche Schilde und sowas aus und Kraftfelder. Deswegen mache ich das immer.
Ja, so macht Aufräumen Spaß. Kann der Türen aufmachen? Der kann Türen aufsprengen. Aber dann geht der Alarm los. Das ist natürlich ein bisschen... So, ich frage mich jetzt, wenn ich den jetzt loslasse... Ja, er soll sich lieber killen. Das ist, glaube ich, optimaler. Ne, dass er sich dann am Ende noch gegen mich setzt. Oh mein Gott! Ich habe es vorhin noch gesagt, dass es der eins ist. Zum Glück kann er durch Mauern fassen. Mensch, ich hab's noch gesehen gehabt vorhin. Damit gehen wir vielleicht dann die Lichtschranke aus. Okay. Okay. Es gibt etwas. So ein Ausrüstungsgegenstand, der nennt sich IRV, glaube ich. Da kann ich solche Kraftfelder und Signale unterbrechen. Das ist klar. Was haben wir da? Plasma-Generator. Irgendwas, was ich nicht aufsammeln kann. Hallo? Da gehe ich noch nicht lang. Roll, renn und step und jump. okay, sehr schön. Gut. Ah, Medikit, immer wieder gut. Deadpack, sehr schön. Was wäre das bei mir auf der Arbeit so? Dann schon alle Mitarbeiter tot. Okay, wir machen jetzt das, was ich vorhin gesagt habe. Wir schießen erstmal diese Dinger hier kaputt. Ha! Schutz in die Bodenfliesen in Ordnung. Ha! Idiot! Ein Glück. Ist da irgendwo Laser? Unsichtbare? Nein. Du da, halt. Scheiße. Wo ist ein Alarmknopf? Was habt ihr hier drin keine Alarmknöpfe? Energiezelle. Die Energiezellen füllen immer genau ein Drittel meiner Gesamtenergie. Und Veteran. Deswegen ist es am effektivsten, wenn ich wirklich dann die letzte Fusionsbatterie habe. Weil dann fülle ich am meisten mit einer Energiezelle auf. Okay.
zweite Phase. Und lass mich raten, was das hier macht.